Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1, Eröffnung der Sitzung durch den Alterspräsidenten und Konstituierung des Landtages nach Artikel 83 Absatz 2, Paragraph 1 Geschäftsordnung des Hessischen Landtages. Nach Artikel 83 Absatz 2 der Verfassung des Landes Hessen tritt der Landtag kraft eigenen Rechts am 18. Tag nach der Wahl zusammen. Falls an diesem Tage die Wahlperiode des alten Landtages noch nicht abgelaufen ist, versammelt sich der neue Landtag am Tag nach dem Ablauf dieser Wahlperiode. Die 19. Wahlperiode ist mit dem gestrigen Tag abgelaufen. Ich frage Sie ausdrücklich, werden gegen die Einberufung oder gegen das Zusammentreten am heutigen Tag Bedenken erhoben? Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Zur Klarstellung darf ich noch auf Folgendes hinweisen. Bis zur Beschlussfassung über die Geschäftsordnung, die sich der 20. Hessische Landtag nach der Konstituierung geben wird, verfahren wir unserer parlamentarischen Übung entsprechend nach den Regeln, die für den 19. Hessischen Landtag gegolten haben. Nach Paragraph 1 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages führt in der ersten Sitzung des neu gewählten Landtages das an Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz, bis die neu gewählte Präsidentin oder der neu gewählte Präsident das Amt übernimmt. Von der Kanzlei wurde mir mitgeteilt, dass ich das älteste Mitglied des neu gewählten Landtages bin. Ordnungshalber frage ich aber nach, ob ein Mitglied des Hessischen Landtages vor dem 21. Februar 1945 geboren ist. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Somit stelle ich fest, dass mir die Ehre zukommt, als Alterspräsident zu amtieren. Darüber freue ich mich. Nach § 1 Absatz 2 der Geschäftsordnung ernenne ich die beiden jüngsten Abgeordneten zu vorläufigen Schriftführerinnen bzw. Schriftführern. Nach Feststellung der Kanzlei sind dies Herr Abgeordneter Lukas Schauder, geboren am 14. Januar 1997, und Herr Abgeordneter Felix Martin, geboren am 21. September 1995. Auch hier frage ich, ob ein Mitglied jünger ist als die beiden genannten. Das ist nicht der Fall. So junge müsste man tatsächlich noch einmal sein. Ich denke, das entnehme ich Ihrem Schmunzeln. Das ist also nicht der Fall. Deshalb stelle ich fest, dass Herr Schauder und Herr Martin diese Ehre zuteil wird, und bitte Sie beide, die Herren Abgeordneten Schauder und den Herrn Abgeordneten Martin, neben mir Platz zu nehmen. Wir kommen nun, meine sehr geehrten Damen und Herren,
zur Konstituierung des 20. Hessischen Landtages. Die Damen und Herren Abgeordneten werden jetzt einzeln aufgerufen und ich bitte Sie, sich nach dem Aufruf zu erheben und mit Ja zu antworten, da dies gleichzeitig eine kurze Vorstellung sein soll. Ich darf Sie, Herr Kollege Martin, vielleicht bitten, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Wir hatten es umgekehrt abgesprochen, aber das geht genauso gut. Alles in Ordnung. Sie müssen das Mikrofon anmachen. Ja. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer. Frank Thilo Becher. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl Bolldorf. Volker Bouffier. Silvia Brünnel. Dr. Matthias Büger. Taylan Burcu. Ines Klaus. Miriam Dahlke. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Frank Diefenbach. Angela Dorn. Tobias Eckert. Nina Eisenhardt. Anno Enners. Nancy Faeser. Martina Feldmeier. Thorsten Felsterhausen. Carina Fissmann. Hildegard Förster-Heldmann. Jürgen Frömmrich. Sandra Funken. Klaus Gagel. Dirk Gav. Kerstin Geis. Lisa Gnadl. Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe. Vanessa Kronemann. Stefan Krüger. Gernot Krumbach. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn. Karin Hartmann. Erich Heidkamp. Christian Heinz. Birgit Heitland. Thomas Hering. Klaus Herrmann. Priska Hinz. Heike Hofmann. Markus Hofmann. Andreas Hofmeister. Hartmut Honka. Knut John. Björn Kaffenberger. Rolf Kahnt. Norbert Kartmann. Heiko Kassekat. Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel. Kai Klose. Wiebke Knell. Elisabeth Kula. Gerald Kummer. Robert Lambrou. Jürgen Lenders. Thorsten Leveringhaus.
Andreas Lichert. Ja. Angelika Löber. Ja. Frank Lorz. Ja. Professor Dr. Alexander Lorz. Ja. Heinz Lotz. Ja. Felix Martin. Ja. Daniel May. Ja. Markus Meissner. Ja. Hans-Jürgen Müller. Ja. Jörg Michael Müller. Ja. Karin Müller. Regine Müller. Stefan Müller. Petra Müller-Klepper. Viele Müllers. Dr. Stefan Naas. Ja. Claudia Papst-Dippel. Ja. Manfred Penz. Ja. Moritz Promny. Ja. Janki Pürsün. Ja. Lucia Puttrich. Dr. Dr. Rainer Rahn. Ja. Claudia Ravensburg. Ja. Michael Reul. Ja. Boris Rhein. Ja. Volker Richter. Ja. René Rock. Ja. Rudolf Günther. Günther Rudolf, entschuldigen Sie bitte. Michael Ruhl. Ja. Max Schad. Ja. Dr. Thomas Schäfer. Ja. Thorsten Schäfer-Gümbel. Ja. Jan Schalauske. Ja. Marion Schad-Sauer. Lukas Schauder. Hermann Schaus. Ja. Gerhard Schenk. Ja. Heidemarie Scheusch-Paschkewitz. Ja. Katrin Schleenbecker. Ja. Mirjam Schmidt. Ja. Heiko Scholz. Ja. Dimitri Schulz. Ja. Armin Schwarz. Ja. Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer. Ja. Sadet Sönmez. Ja. Frank Steinraths. Ja. Oliver Stiebrück. Ja. Manuela Strube. Ja. Ismail Tippi. Ja. Oliver Ullott. Ja. Tobias Utter. Joachim Feilmann. Ja. Bernd Erich Vohl. Ja. Matthias Wagner. Ja. Astrid Wallmann. Ja. Alexandra Walter. Ja. Kati Walter. Ja. Thorsten Warnecke. Ja. Sabine Waschke. Ja. Marius Weiß. Dr. Ulrich Wilken. Ja. Axel Wintermeier. Ja. Walter Wissenbach. Ja. Janine Wissler. Ja. Turgut Yüksel. Ja. Meine Damen und Herren, fast alle Abgeordneten des Hessischen Landtages sind anwesend. Deshalb stelle ich gemäß Artikel 87 der Verfassung des Landes Hessen die Beschlussfähigkeit fest und erkläre den Landtag für konstituiert. In seiner Eröffnungsrede bei der Konstituierung des ersten Hessischen Landtages am 19. Dezember 1946, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehrengäste, betonte der Chef der US-Militärregierung, Oberst James Newman, er blicke mit berechtigtem Stolz auf die Demokratisierung Hessens. Wenige Monate zuvor wählte die hessische Bevölkerung
ihre Kreistage und Kommunalparlamente. Nach 12 Jahren menschenverachtender Diktatur und Gewaltherrschaft, die weltweit millionenfaches Leid brachten, fand in freien Wahlen die demokratische Übertragung politischer Verantwortung auf gewählte Abgeordnete statt. Auch wir haben im Rückblick auf mehr als 70 Jahre gelebter Demokratie allen Grund, auf diesen demokratischen Aufbau stolz und zugleich dankbar zu sein. Obwohl demokratische Errungenschaften heute als Selbstverständlichkeit verstanden werden, daraus erwachsene Ansprüche müssen stetig fortentwickelt und gelebt werden. Diese Erkenntnis findet sich bereits in Willy Brandts erster Regierungserklärung mit der Formulierung wieder: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das am 28. Oktober neu gewählte hessische Parlament fängt zwar neu an, aber nicht von vorne. 19 vorangegangene Wahlperioden kräftigten die demokratische Entwicklung Hessens, sodass für die 20. Wahlperiode des Landtages nur zu wünschen übrig bleibt, noch mehr demokratisches Miteinander zu wagen und Mut zu haben, aufeinander zuzugehen. Hessen, meine Damen und Herren, ist nicht schwach. Es zählt zu den stärksten Bundesländern. Auch geografisch gesehen kommt kaum einer daran vorbei. Hessen, das steht für landschaftlich bezaubernd und ökonomisch vorbildlich. Es ist ein starkes Flächenland, in dem unsere Bürger täglich herausragende Leistungen erbringen, ob in Wirtschaft, Industrie und Handel, Wissenschaft oder Kultur. Viele hunderttausend Ehrenamtliche stellen sich zudem in Politik und Vereinen mit freiwilliger Leistung in den Dienst unserer Gemeinschaft. Sie leisten Wertvolles. Auch Ihnen schulden wir Respekt und Dankbarkeit. Zu Hessens Stärken darf man auch den Hessischen Landtag zählen. Er gilt landläufig als härtestes Parlament Deutschlands. Weichgespülte parlamentarische Schonwaschgänge haben hier eher Seltenheitswert. Man versteht sich gut aufs Austeilen, mancher steckt das nur schlecht weg. Von gewöhnungsbedürftigen Wechselbädern sollten sich neu gewählte Abgeordnete jedoch nicht abschrecken lassen. Sie gehören zur Spezialität des parlamentarischen Alltags Wiesbadens, wie andernorts das Sauerkraut zum Rippchen oder der Appleboy zum Handkäse. Mögen dabei die Zutaten manchmal leichtfertig sein, zimperlich sind sie gewiss nicht. Gar höchster Mund tat kund, politischen Widerspruch zu erledigen, wie früher auf dem Bau mit der Dachlatte. Auch weniger Schlagkräftiges findet sich. Wir haben früher mit Knüppeln aufeinander gedroschen. Heute pieken die Debattenredner mit spitzen Nadeln in den Hintern. Allgemeine Kopfschmerzen konnten schon die hessischen Verhältnisse bei öfter fehlenden Mehrheits- und Regierungsbündnissen auslösen. Unwohlsein, die bloße Ankündigung einer brutalstmöglichen Aufklärung nach Ungereimtheiten in Finanzierungsfragen und Kopfschütteln, dass ein Amtseid in Turnschuhen und Jeans abgelegt wird, sichtbarer Ausdruck veränderter Kräfteverhältnisse sowie eines Zeitgeistes, mit dem Wertewandel und Kulturbruch einhergingen. Das Wahlergebnis des 28. Oktober dokumentiert nicht zum ersten Mal in der Geschichte Hessens politische Veränderungen. Heute sind 6 Parteien im Landesparlament vertreten. Mathematisch betrachtet ist die Zahl 6 die erste und kleinste vollkommene Zahl. Sie wird auch perfekte Zahl genannt und ist oft Gegenstand zahlenmystischer Deutungen.
Manches mag davon stimmen, doch eines trifft zu: Wir sind mehr. Volkes Stimme hat den Hessischen Landtag groß werden lassen wie nie. Überhang- und Ausgleichsmandate haben ihn auf 137 Mitglieder oder gar mehr anwachsen lassen. Dass diese sich nicht gleich zu Beginn gegenseitig auf die Füße treten, dafür sorgte die Landtagsverwaltung. Sie hat ihre organisatorischen Aufgaben gewohnt, umsichtig bewältigt, und ihr möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen. Die Zusammensetzung des neu gewählten Landtages, Verdruss hin, Freude her, ist Spiegelbild gesellschaftlicher Wirklichkeit und nichts Ungewöhnliches. Die Koexistenz verschiedener Interessen und Lebensstile entspricht dem Abbild eines gesellschaftlichen Pluralismus, wie er sich in jeder freiheitlich-demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung herausbildet. Ernst Fraenkel, Begründer westdeutscher Demokratietheorie, wies darauf hin, dass neben Kompromissbereitschaft jede funktionierende pluralistische Demokratie zusätzlich der Spielregeln eines Fairplay und eines allgemein anerkannten Wertekodexes bedürfe. Daran gerade heute zu erinnern, erscheint sinnvoll, meine Damen und Herren. Denn nur ein pluralistischer Staat erlaubt bei aller inhaltlicher Gegensätzlichkeit in der Sache ausnahmslos allen Mitgliedern der Gesellschaft Meinungsfreiheit im Gegensatz zu totalitärer Ideologie. Ohne Pluralismus gibt es keine Meinungsfreiheit, die verpflichtet ist, sich auf dem Boden unseres Grundgesetzes zu bewegen. Meinungsfreiheit ist also zugleich Meinungsvielfalt. Und genau sie findet sich in den Kräfteverhältnissen des 28. Oktober wieder. Über das bloße Zahlenwerk hinaus entdeckt man das Phänomen einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ausgerechnet die im Wahlkampf von Parteien und Medien landauf, landab beschworene Diversität findet sich nun tatsächlich mit Vielfalt, Buntheit, Offenheit und Toleranz im hessischen Parlament wieder. Manchmal ist das Schicksal gnädig, meine Damen und Herren. Jede Demokratie muss für Vielfalt stehen. Sie wird sich in ihrer politischen Verantwortung um den Ausgleich verschiedener Interessen bemühen müssen, um beste Lösungen zu finden. Dieser Ausgleich erscheint heute notwendiger denn je. Die gegenwärtig feststellbare Veränderung unserer Parteienlandschaft erklärt sich auch damit, dass immer mehr Menschen eine Korrektur eines feststellbaren Wertewandels für dringlich erachten. Eines Wertewandels, der nicht immer Gutes bewirkte. Manche politischen Entscheidungen werden vermehrt als realitätsferne, auch als einseitig ideologisch-moralisch begründete wahrgenommen, bei denen Sach- und Faktenpolitik für das Gemeinwohl zu kurz kämen. Diese und andere Erscheinungen mögen genug Anlass sein, in diesem Hohen Haus einen argumentativen Wettstreit um die besten Ideen zu führen. Der englische Staatsphilosoph Edmund Burke betonte bereits, das Parlament ist kein Kongress von Botschaftern im Dienste verschiedener und feindlicher Interessen, die jeder als Befürworter gegen andere Befürworter verfechten müsste, sondern das Parlament ist die beratende Versammlung einer Nation mit einem Interesse, dem des Ganzen, das aus der allgemeinen Vernunft des Ganzen hervorgeht. Applaus
Abgeordnete, meine Damen und Herren, sind Vertreter des ganzen Volkes. Dennoch stehen sie mit ihrem Mandat in einem besonderen Spannungsverhältnis. Es bewegt sich zwischen dem ihrer eigenen Überzeugungen, denen ihrer Wähler, gelegentlich sogar denen ihrer eigenen Partei. Max Weber, deutscher Klassiker der Kultur- und Sozialwissenschaften, rät deshalb dazu, sich um das zu kümmern, was den Politiker angeht, nämlich die Zukunft und seine Verantwortung hierfür. Ein Politiker müsse sich klar machen, dass sein Handeln unter zwei voneinander grundverschiedenen, gegensätzlichen Maximen stünde, einer gesinnungsethischen oder einer verantwortungsethischen Gesinnung. Beides sei nicht miteinander identisch, doch grundsätzlich müsse gelten, dass ein Politiker für die Folgen seines Handelns aufzukommen habe. Leidenschaft alleine, meine Damen und Herren, macht längst nicht zum Politiker, das wissen wir. Deshalb mahnt Weber an, Politik müsse mit dem Kopf gemacht werden. Es geht also um Verantwortlichkeit und Augenmaß, sowie um die Fähigkeit, Realitäten auf sich wirken zu lassen. Das muss entscheidender Maßstab allen politischen Handelns sein. Politiker können auch irren, was leider nicht zu verhindern ist. Umso mehr, wenn sie sich von festgefahrenen Meinungen oder Ideologien leiten lassen. Davor warnt Weber und gibt darüber hinaus zu bedenken, dass selbst eine gute Absicht den Politiker von seiner Verantwortung nicht entlasten kann. Diese Verantwortung, meine Damen und Herren, müssen nun die 6 im Landtag vertretenen Parteien gerecht werden, mögen sie in ihren politischen Überzeugungen noch so unterschiedlich sein. Um es noch einmal zu unterstreichen: divergierende Auffassungen und Interessen sind Kennzeichen einer funktionierenden Demokratie. Das eigene darf dabei verteidigt, das Fremde tunlichst nicht herabgewürdigt werden. Was man für sich beansprucht, soll man anderen nicht versagen. Und gewiss steckt in jeder Unterschiedlichkeit immerhin auch die Chance, Stärken gemeinsam auszuspielen. Geht es doch um nicht mehr und nicht weniger, um das Wohl und den Wohlstand Hessens und seiner Bürger, ihn zu erhalten und zu mehren, Schaden von ihm abzuwenden, meine Damen und Herren. Dafür gibt es in unserer Aufgabe viel Handlungsbedarf. In der Bevölkerung gibt es trotz gegenwärtig ökonomischer Stärke existenzielle Sorgen. Wir leben in Zeiten mit rapide, sich nicht immer zum Besten wandelnden Entwicklungen in Gesellschaft und Politik, in Kultur und Tradition. Wirtschaft und Industrie stehen vor einer neuen industriellen Revolution. Zwar bietet Globalisierung viele Chancen, doch auch Risiken. Globale Märkte für Kapital, Güter, Dienstleistungen und Arbeitskräfte stellen sowohl die Grenzen der Nationalstaaten wie auch die Leistungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften in Frage. Es bleibt dringlich zu fragen, wie viele nationale Souveränität, wie viel Nationalstaat, wie viele lokale Volkswirtschaften werden gebraucht und sind notwendig, wenn allein der technische Fortschritt in Digitalisierung, Automatisierung und künstlicher Intelligenz zu Verdrängungswettbewerben führt, der vor der Arbeitswelt nicht Halt machen wird. Neben ökonomischen Veränderungen stellen zudem weltweite Migrationswanderungen unermessliche nationale und internationale Herausforderungen dar. Allein die Bevölkerungsexplosion Afrikas von heute 1,2 Milliarden Menschen auf 2,4 Milliarden Menschen im Jahr 2050 wird europäische Staaten mit Schicksalsfragen konfrontieren. Die Frage wird sein, ob sie diesen gewachsen sind und ob sie sie überhaupt bewältigen können.
Zudem wird es um die Grundsatzfrage gehen müssen, ob es eine Welt ohne Grenzen, in der Staaten ihre eigene Souveränität, ihre eigene Kultur und ihre Identität aufzugeben, bereit scheinen, überhaupt geben kann. Schließlich auch darum, wie es um die Zukunft der Europäischen Union bestellt sein wird. Entwicklungen wie diese betreffen auch das Land Hessen. Zudem müssen Antworten gefunden werden auf eine ausufernd kostentreibende Energiepolitik, eine bedrohte Zukunft der Automobilindustrie, eine zunehmende Knappheit bezahlbaren Wohnraums, ein immer noch ungelöstes Demografieproblem sowie eine gefährdete Gesundheits- und Altersversorgung. Und Mängel sollten beseitigt werden in innerer und äußerer Sicherheit, im Bildungssystem, im Schutz von Natur und Landschaft sowie in Infrastruktur und Verkehr. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns für unsere Aufgaben viel Kraft, auch Freude und, wo nötig, Gelassenheit und Humor. Und das eingangs zitierte Fairplay. Unser Parlament ist Ort politischer Willensbildung, des Miteinanderredens und des Einanderzuhörens, wo übrigens niemand gestellt werden muss. Jedem politisch Andersdenken gebührt Respekt und Achtung, wie überall in unserer demokratischen Gesellschaft. Und machen wir eines geschlossen deutlich: Körperliche Angriffe auf Politiker, gleich gegen wen und wo sie stattfinden, sind abscheulich und müssen mit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt werden. In diesem Hohen Haus, meine Damen und Herren, darf gesagt werden, was geht und was nicht geht. Zu tieferen Freundschaften wird das nicht unbedingt führen, immerhin beachtlich, womit sich kürzlich ein Minister schmückte. Für ihn gäbe es keine Ausschließeritis. Er weiß, wovon er spricht. Die gestern noch Ausgegrenzten sind heute respektierter Teil des Parlaments. So wäre es nur ein Gebot politischer Vernunft und ein Akt der Normalisierung, wenn ein anderes Krankheitsbild einmal sein Ende fände, das der Ausgrenzeritis gegenüber politisch Andersdenkenden. Das, meine Damen und Herren, käme einem realen Klimawandel gleich. Dazu genügte die uneingeschränkte Bereitschaft, andere Stimmen zu hören. Abraham Lincoln war bewusst, wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.